Ja, das Ding kenne ich doch irgendwoher. Steam A6441. Sagt mir was. Das kommt mir sehr vertraut vor. Bei so einem Ding war ich schon mit einem anderen Charakter gelegen. Also haben die damals wirklich an meinem Gehirn rumgepfuscht. Oder fast in mein Unterbewusstsein oder eingelenkt oder... Okay. Meine Leiche ist ja nichts Neues. Genau, das ist die Badewanne, wo ich drin gelegen war. Im Hauptspiel. Okay, langsam reimt sich alles zusammen. Diese Forschungsdaten sind genau das, was wir gesucht haben. Ich nenne es STAM. Sicher werden Sie und Ihre Vorgesetzten sehr zufrieden damit sein. Sie sagten, das Design stamme von einem Ihrer Schüler. Was ist dann bitte Ihr Beitrag? Er ist eine labile Persönlichkeit. Es ist wohl besser, wenn ich weiterhin als Kontaktmann fungiere. Bringen Sie den Mann her. Wir werden sicher ein produktives Gespräch führen. Wie war noch gleich sein Name? Ruben. Ruben Victoriano. Jetzt hier rein oder was? Verdammt. Alter, ich hab nur noch Gänsehaut ohne Ende. Okay, die Tür ist offen. Ruben Victoriano. Der Name sagt mir was. Aber ist der nicht Rufig? Ich glaube, der hieß eher Rubik, oder? Stamm. Alter, ich habe Gänsehaut ohne Ende, ey. Das ist echt übel. Jetzt wird das so eine Tür, die ich... Wir werden in einen Raum in den nächsten geschickt. Und irgendwie weiß ich gar nicht, was im nächsten Raum so alles passiert, aber das ist richtig übel. Krass ohne Ende. Da scheinen wir gar nicht durchzukommen. Was ist die Gestalttür? Da komme ich nicht weiter. Aber da ist eine Tür. Da komme ich auch nicht rein. Mann, verdammte Scheiße, ich weiß dann mal, wo wir sind. Boah, mir ist kalt, ey. Also ich check's im Moment nicht. Ganz ehrlich. STAM. Okay, STAM, das ist mir schon klar, was das ist. Das ist dieses Gerät aus dem Hauptspiel, da wo wir drin waren. Verdammte Scheiße, komm ich da jetzt da durch? Sieht er gar nicht durch? Ah,
Ach nee. Eskalators Administration. What the fuck, wo bin ich denn hier überhaupt? Was steht denn da? Autorisiertes Personal only. Okay, autorisiertes Personal kann hier nur rein. Okay. So, ich habe eine kleine Pause gemacht. Jetzt geht's gleich weiter. Bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Schöner Hintern, der gefällt mir richtig gut. Da war Leslie vorhin. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Okay, das ist eine sehr gute Frage. Okay, hier kommt man nicht weiter, gell? Nein. Biomedik. Kommen wir hier eigentlich rein? Ich glaube nicht, gell? Agentenstatus entlassen. Für Neuauthentifizierung Biometrieabteilung kontaktieren. Okay, alles klar. Wir müssen praktisch hier entlang in die Biometrieabteilung, um wieder den Agentenstatus, ja, wieder freizuschalten. Die Katze. Ist ja gut. Hä? Ach nee. Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Dass man hier speichern kann, das wusste ich auch noch nicht. Aber es ist natürlich mal gut zu wissen, dass man so speichern kann. Das finde ich cool. Das finde ich schon mal cool, dass man so speichern kann. Okay, die Katze ist praktisch da zum Speichern. Hm, nicht schlecht. Ja, ist ja gut, Süße. Ich muss jetzt da rein. Ich hasse Fahrstühle. Also seit dem ersten Teil mag ich keine Fahrstühle. Also vom Hauptspiel her. Da passiert immer was, was mir gar nicht gut gefällt. Einige Dinge werden Ihnen nicht real erscheinen. Aber lassen Sie sich nicht verwirren. Es dauert etwas, bis Sie sich zurechtfinden. Aber Sie sind besser dran als die anderen. Und die anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für Ihre Mission ohne Belang. Kommen Sie ihnen in die Quere, wissen Sie, was zu tun ist. Leslie finden und zurückbringen. Nur das zählt. Okay. Ich verstehe. Neuralprofil erstellen lassen. Ich glaube, hier wird mir niemand helfen. Ja, das befürchte ich leider auch.
Und ehrlich gesagt, gefällt mir dieser Raum überhaupt nicht. Ja, ganz ehrlich, nee. Gefällt mir nicht. Und da drin sind Leichen. Gefällt mir auch erst recht nicht. Okay, hier können wir benutzen. Wir haben ja wohl keine andere Möglichkeit, denke ich mal. Dann machen wir das doch. Gesichtsprofil erstellt. Gleicht inaktivem Profil Julie Kidman. Reaktiviere Profil. Dass hier alles angeht, gefällt mir auch nicht. Also ganz ehrlich, ich bin überhaupt nicht begeistert. Da ist so viel Leichen, bin ich echt nicht begeistert. Okay. Als hätte ich es mir doch gedacht, ey. Eieiei, pass auf! Können wir da nicht gleich drauf treten oder so? Ah, verdammte Scheiße. Wisst ihr, an was mich das so erinnert? Ein bisschen an Resident Evil. Im ersten Teil früher. Weil da konnte man, da ist man so einen Gang entlang gelaufen, so einen dunklen Gang, und dann auf einmal hat so ein Zombie dich angegriffen und du hast den Zamm gedreht. Da ist was drin. Also Leute, ich habe ein scheiß blödes Gefühl dabei. Oh Mann. Ich glaube, da passiert gleich was. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Aha! Ja, klar! Handprofil erstellt. Bitte Neuralprofil erstellen, um Autorisierung abzuschließen. Oh Gott. Will ich da rein? Nicht wirklich. Nicht wirklich will ich da rein. Boah. Kann ich da raus? Blind? Das könnte natürlich sein, Leute. Wäre natürlich meine große Chance. Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ist es um die Ecke oder ist es nicht um die Ecke? Verdammt! Doch, da ist er. Oh Gott. Kontrollpunkt erreicht. Aber ich glaube, die Viecher, die hören meine Schritte, oder? Ich habe schon mal gesagt, keine Stöckelschuhe. Stöckelschuhe sind scheiße doch. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Wir machen Lärm und die Viecher... Die hören uns. Okay.
Keine Panik. Fuck. Bin ich da vorbei? Boah, ich komme bei den Viechern echt vorbei. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wohin ich muss, verdammt nochmal. Sieht er mich oder hört er mich nur? Ich glaube, hier musst du echt schleichen ohne Ende. Ich glaube, wir müssen da hoch. Na tolle! Superklasse! Wieder ein Safe. Ich glaube, wir müssen es komplett voll kriegen, kann das sein? Könnte es sein, dass wir es voll kriegen müssen? Oder vielleicht ein Bild oder ein Buchstabe oder so? Ne, wir können es glaube ich gar nicht voll kriegen, oder? Ups, wollte ich gar nicht. Abbrechen. Warte mal, ich will doch. Jetzt hab ich die blöde Flasche in der Hand, gell? Ich wollte eigentlich den Safe gerne eröffnen, aber ich hab im Moment keine Ahnung, wie ich den aufkriege. Zur Not hätte ich noch die Flasche. Gegner anlocken. Mit R anklopfen, während du in Deckung bist. Kannst du Gegner rufen, um sie in deine Richtung zu locken. Okay. Ja, wie zum Beispiel den einen hier, wo ich hier durch muss, gell? Okay, das ist doch schon mal gut. Leertaste und durchklettern. So, jetzt bin ich schon mal in Sicherheit, glaube ich. Ein Schalter. Ja, lieber Schalter, macht doch noch mehr Lärm. Bestimmt cool jetzt so.